Konnichiwa, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Sid Meier's Civilization 5 mit dem Reich der aufgehenden Sonne. Zwei Dinge. Vielleicht klinge ich ein bisschen komisch. Das liegt dann daran, weil meine Nase mal wieder verstopft ist. Meine Stammzuschauer kennen das ja mittlerweile schon. Ja, ist mal wieder soweit. Ob das eine allergische Reaktion ist oder Feuchtigkeit, ich habe keine Ahnung. Aber, naja, gut, so ist es nun mal. Das schon mal vorab. Und dann möchte ich noch das Rätsel auflösen vom letzten Part und mich dafür entschuldigen, weil der letzte Part, der war ja ein bisschen kürzer. Aufgrund dessen, weil ich angerufen wurde und es war tatsächlich einer der gefürchteten Anrufe meines Arbeitgebers. Ja, mein Arbeitgeber hat mich mal wieder genervt und musste mal wieder unbedingt fragen, ob ich eher anfangen kann. Und ja, das geht seit Ende März so. Heute ist Samstag, heute kann er nicht anrufen, denn heute ist frei, jedenfalls für mich. Also es kann sein, dass einige Kollegen heute arbeiten müssen, ich selber habe aber frei. So, und daher können sie mir nicht auf den Sack gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und deswegen kann ich heute auch in Ruhe aufnehmen. Ja, und anscheinend muss ich das in Zukunft wirklich immer am Wochenende machen, weil anders geht es ja wirklich nicht anscheinend. Da ich ja tatsächlich jederzeit damit rechnen muss, dass mein Arbeitgeber anruft. Nagoya hat einen Tempel gebaut. Ich muss jetzt erstmal so ein bisschen wieder reinkommen, entschuldigt. Ist ja schon wieder eine Weile her, dass ich aufgenommen habe, zwangsweise. Ich hatte ja jetzt in der Woche, hatte ich nochmal versucht aufzunehmen. Wurde dann aber rüde unterbrochen, wie ihr ja wisst. Wir sind mitten in den Kriegsvorbereitungen. Achso, wie gesagt, wegen der Nase. Es kann passieren, dass ich zwischendurch mal schnaube, dass ich hochziehe des Öfteren und so weiter. Also ihr seid gewarnt. Nicht, dass es heißt, ja, das nervt, bla. Ich kann es natürlich verstehen. Aber was soll ich machen, Leute? Und so ein Mist wie Nasenspray benutze ich nicht. Ach, jetzt wird Tyro schon wieder gierig. Ja, dann ist es egal. Dann haben wir halt minus 3 Zufriedenheit. Ist mir jetzt echt egal. Dann ist es halt so. Die sind mir ein bisschen zu habgierig. Komm, schrauben wir die Zufriedenheit nochmal um einen Punkt runter. Jawohl. So muss das sein. Ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, dass ich mit dem Spielstand nicht so wirklich zufrieden bin. Erstmal wurmt es mich extrem, dass der Irokese mir voraus ist und noch ein paar andere Spieler. Ich glaube, ein oder zwei Spieler waren das noch, die mir voraus waren. Was ich überhaupt nicht mag. Ich bin immer gerne nicht der Beste, aber ich bin immer gerne vorne dabei. Jetzt antwortet wahrscheinlich gerade jemand Bestimmtes. Nee, doch nicht. Ach ja, dieses Twitter... ist auch so eine Geschichte. Weil ich schreibe nämlich des Öfteren mit jemandem. Und diese Person hat leider die Neigung dazu, sehr gerne genau zu den unpassendsten Zeitpunkten zu schreiben. Das ist auch immer so eine Sache. Deswegen, aber ich versuche es immer so zu legen, dass ich für diese Person meistens Zeit habe. Aber jetzt in diesem Fall muss ich ja nun mal aufnehmen, weil ich brauche wirklich den Vorrat. Ich habe jetzt nämlich nur noch Vorrat für knapp eine Woche. Also für 6 Tage, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist zu wenig. Denn das würde bedeuten, ihr würdet nächsten Samstag auf dem Trockenen liegen. Und das wollen wir ja nicht. So, die chinesische Mauer, beziehungsweise die große Mauer, wie sie ja hier heißt, die wurde ein bisschen erweitert, wie man sieht. Und was den Irokesen angeht, ja, wie gesagt, ich muss mir da was einfallen lassen. Das geht so nicht. Der breitet sich mir ein bisschen zu sehr aus. Eine Bank, bitte. Wir brauchen Geld. Viel Geld. Na, damit wir uns unser Militär zusammen kaufen können. Aber anders klappt das leider nicht. Mhm. Okay. Attacke. Bringt zwar nicht viel, aber immerhin besser als gar nicht. Die 90 Gold für das Lager nehme ich gerne mit. Sehr schön. Damit können wir uns nämlich übrigens auch eine neue Samurai-Einheit leisten.
Die holen wir uns auch gleich. Der bleibt dann auch erstmal in der Stadt. Ja, und dann werden wir auch bald anfangen, mal Belagerungswaffen uns zu holen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht hole ich noch einen weiteren Armbrusttrupp dazu. Und dann wollen wir langsam mal... Also es könnte sein, dass wir tatsächlich heute Siam angreifen. Bokimichi, ja toll, hier war er. Der schnappt mir alle guten Weltwunder jetzt weg. Was soll und das? Alle erhoben sich mit ihm zugleich, sodass es ringsum rauschte wie der ferne, hinrollende Donner. Opernhäuser, ja. Satsuma, großer Händler. Entschuldigung. Ich wusste es. Das ist komisch. Gestern ging es mir noch relativ gut. Wo ich noch gedacht habe, Mensch, geil, ich könnte aufnehmen. Dann habe ich natürlich wieder gewartet und heute geht es mir wieder richtig... Mäh. Komisch ist das. So. Und nein, es dürfte kein Corona sein. Ach, dann hat er... Oh Gott. Er hat die Musketiere schon. Scheiße. Das ist schlecht. Da muss ich hoffen, dass er die nicht so schnell baut. Steve Jobs! Was macht denn der Apple-Chef hier? Na hoppla. Der ist also als großer Kaufmann drin. Interessant. Der hat ja tatsächlich das Schießpulver. Ich fasse es nicht. Der Schweinehorn. Ja, also wie gesagt, ich bin mit dem Spiel echt unzufrieden, muss ich sagen. Ich habe echt schon teilweise mit den Gedanken gespielt, zu sagen, wisst ihr was, ich fange den Kram einfach neu an. Und das könnte sogar passieren. Also ich habe mir schon überlegt, sollte ich tatsächlich dieses Spiel gegen den Irokesen oder gegen wen auch immer verlieren, dann fange ich nochmal neu an. Also nicht sofort, aber... Weil das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das geht nicht. Das gibt's nicht. Das kann nicht angehen, dass ich hier gegen die KI verliere schon wieder. Das hat mir schon Civilization 2 damals gereicht. Dass ich gegen die KI verloren habe. Großer Künstler, Kagoshima. Mensch, Kagoshima wirft ja gerade richtig raus. Oder war... Nee, das war Satsuma, war das. Ja, goldenes Zeitalter, gerne. Hau raus. Kriegen wir halt zwar kein Kunstwerk, aber egal. Dann kriegen wir eben goldenes Zeitalter. Ist auch in Ordnung. Bessere Kulturausstoß. Wow. Es haben zwei Kulturpunkte einfach gefehlt für die nächste Politik. Ernsthaft? Ich hoffe nur, dass er den schiefen Turm nicht baut. Weil der ist nämlich echt gut. Großer Händler. Nee. Landsknechte brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Aber das hier ist interessant, der Merkantilismus. Weniger Gold, ein Wissenschaft pro Münzanstalt, Markt, Bank und Börse. Also die Wissenschaft geht dadurch gut durch die Decke. Und das hier ist sehr interessant, der Protektionismus. Plus zwei Zufriedenheit durch jedes Luxusgut. Vier Stück haben wir, das heißt, es wären acht Punkte. Also das wäre schon gut. So, ja, auf jeden Fall. Geht die Zufriedenheit hoch. Falls ihr es gerade nicht gesehen habt. Weil wir müssen langsam echt in Gange kommen. Es kann nicht sein, dass uns der Irokese hier voraus ist. Das gibt's nicht. Auch wenn er mit mir handelt, das ist zwar schön und gut. Aber trotzdem, es kann nicht sein, dass sie uns hier überlegen sind. Das gibt's nicht. Wird Zeit, dass wir aufholen. Es reicht, der aufgehenden Sonne darf nicht übertroffen werden. Ich sehe dich, Siamese. Ich sehe dich ganz genau. Er formiert nämlich auch schon seine Truppen. Das sind zwar nur Reiter und Krieger, aber es macht ja nichts. Es geht ums Prinzip. Also man sieht, sein Militär scheint recht durchschaubar zu sein. Überschaubar.
wir haben ja auch noch unsere Marine noch vor Ort. Die ist ja auch noch da. Ich wollte gerade mal gucken, wie viel kostet eigentlich ein Armbrustschütze. Landsknecht, ich finde die scheiße. Muss ich ganz ehrlich... Ich meine, die funktionieren genauso wie die Pikeniere. Ja, sieht man auch gerade. Diese Einheit ist wesentlich künstlicher als der günstiger als der künstlicher, ja genau. Günstiger als der Pikenier. Ja, nee. Aber ich habe auf jeden Fall schon festgestellt, im Let's Play habe ich so ein paar Fehler gemacht. Leider. Ja, hier mit Tribut gleich direkt, natürlich. Alles klar. Langschwerkämpfer hat er auch. Aber er scheint noch keine Musketiere zu haben. Wahrscheinlich baut er die schon. Wie sehen wir militärisch aus? Also solange wir militärisch noch im Vor... Ja, wir sind militärisch noch im... Siam hat die kleinste Armee. Ja, das passt ja. Zustimmung sind wir die schlechtesten, das ist klar. Siam ist auch das kleinste Reich. Ja, das passt ja dann. Schwächste Armee, kleinstes Reich, macht nichts. Integrieren wir dann in unseres, dann passt das schon. Weil so viele Städte brauche ich jetzt nicht erstmal, aber wir müssen unbedingt zusehen, dass wir mit den Irokesen auf eine Höhe kommen, beziehungsweise ihn weit überholen. Es kann einfach nicht sein, dass der schon Musketiere hat, beziehungsweise der Musketiere bauen kann. Und er scheint es schon länger zu haben, weil sonst hätte er das Schloss nicht einfach fertigstellen können. Dafür ist ein bisschen mehr erforderlich. Markt auf jeden Fall. Osaka, 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 Osaka. Kolosseum, ja genau. Auf jeden Fall. Amphitheater. Oh, es sind aber viele fertig geworden. Zoo, genau. Bobmann Zoo. Wir müssen jetzt gerade wirklich mal ein bisschen was mit der Zufriedenheit machen. Hügel. Hm. Ich lasse das erstmal frei. Weil es kann nämlich sein, dass da später eine Ressource auftaucht. Weil gerade Dschungel, Wüste, Tundra und so weiter, also das sind sehr gerne bevorzugte Gebiete, wo meistens noch Ressourcen auftauchen. Wir bekommen hier noch ein paar Ressourcen. Kohle dürfte bald kommen, im Industriezeitalter geht das nämlich los. Kohle, Öl, Aluminium und natürlich Uran kommt nämlich auch noch. Und die Ressourcen, die sieht man ja erstmal nicht. Die sieht man ja wirklich erst dann, wenn die Technologie erforscht wurde. Deswegen. Und vielleicht, weil es werden ja teilweise, tollerweise muss ich dazu sagen, ich finde das immer toll, wenn ihr Fragen zum Spiel stellt. Bevor nämlich die Frage aufkommt, warum baue ich die Handelsposten, das habt ihr ja vielleicht schon gesehen, die harmonieren nämlich mit den Dschungeln. Also die Dschungel bleiben bestehen und trotzdem wird der Handelsposten gebaut. Die funktionieren quasi genauso wie die Sägewerke im Wald. Also die Wälder werden nicht abgeholzt, aber eben halt wird das trotzdem gebaut. Und die bieten halt auch so ihre Vorteile. In dem Fall, sie bringen halt mehr Geld zusätzlich zu der Technologie durch die Universitäten. Ist also wirklich eine gewinnbringende Kombination, die sich durchaus lohnt. Deswegen mache ich das auch so. Nächste Runde können wir uns wieder eine Einheit kaufen. Ich glaube, da werde ich mir auch wirklich nochmal Armbrüste holen. Er hat Brüste gesagt. Ja, ist klar. Armbrüste und danach holen wir uns die ersten Belagerungswaffen. Ich denke mal so zwei Stück. Weil das Problem ist mit den Katapulten, Tribux und auch später den Kanonen. Die schießen geländeabhängig. Dann gibt es nämlich noch eine andere Belagerungswaffe, die ich sehr liebe. Nämlich die Artillerie. Die schießt, erstens schießt sie ein Feld weiter als die Belagerungswaffen. Die schießt nämlich statt zwei Felder drei Felder. Das ist der erste Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, Gelände unabhängig. Das heißt, sie schießt, egal wo sie steht. Die schießt einfach. Und wenn sie trifft, dann trifft sie. Und zwar richtig. Also das tut richtig weh, wenn das Ding schießt. Deswegen liebe ich diese Dinge auch so. Übrigens, in der Marine gibt es da auch was Bestimmtes. Kommt aber auch noch. So, die Samurai können raus. Kauf. Nein, wo sind die Armbrüste? Da. Und dann nehmen wir die beiden Trupps noch mit und dann kommen da demnächst Belagerungswaffen. Dann sollten wir bereit sein für den Krieg gegen Siam. Ich bin sehr gespannt, wie der Krieg ausgehen wird. Ja, der Irokese hat hier leider alles zugebaut.
Scheiße. Das heißt, wir können den großen Händler wahrscheinlich nicht mal gebrauchen. Weil er hier wirklich alles dicht zugeschissen hat. Sorry, wenn ich das mal so kräftig sage, aber es ist ja nun mal leider so. Dann geh dahin, Mr. Jobs. Wenn er jetzt einkassiert wird von den Barbaren, dann ist es halt so. Ist dann zwar ärgerlich, weil er bringt echt gutes Geld. Deswegen lasse ich die nämlich auch los, weil die können interagieren mit Stadtstaaten, was Bonus bringt auf Freundschaft mit denen, sowie ja, Geld halt, ne? Oder aber man kann auch ein Zollamt mit denen bauen. Ja, man kann mit großen Kaufleuten ein Zollamt bauen. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet das Zollamt ist, das man damit bauen kann, aber okay. Und ihr sollt bitte weiter Kyoto in der Produktion unterstützen. Damit sie den schiefen Turm von Pisa fertig kriegen. Weil der Irokese ist mir ein bisschen zu weit voraus. Aber wir haben bald Musketiere, das ist gut. Weil die Musketiere übrigens, sie sind eine Einheit, die keine Ressourcen benötigt. In Civilization 3 war es ja so, dass Salpeter benötigt wurde. Hier ist das irrelevant. Hier kann man die so bauen, ohne weiteres, gar kein Problem. Er hat nicht mal eine große Persönlichkeit einkassiert. Das finde ich interessant. Das finde ich sehr interessant, weil so wie er da vorne rumrennt, ziemlich riskant. Muss ich sagen. Jetzt unterstützen sie alle Kyoto nicht mehr. Ihr sollt Kyoto unterstützen, Leute. Aber wenn er mir schon die beiden Weltwunder abgreift, dann will ich zumindest die Chance haben, den schiefen Turm zu kriegen. Weil große Persönlichkeiten spawnen zu lassen, das ist schon geil. Vor allen Dingen, wenn es große Ingenieure sind. Weil große Ingenieure helfen sehr, das habt ihr ja gesehen, helfen sehr beim Bau von Weltwundern. Das habt ihr ja bei Machu Picchu gesehen, was das gebracht hat. Ja, er ist fertig. Sehr geil. John Osborne. Schiefer Turm von Pisa plus 25% Auftauchen von großen Persönlichkeiten in allen Städten. Eine kostenlose große Persönlichkeit ihrer Wahl erscheint bei der Hauptstadt. Und wir nehmen natürlich den großen Ingenieur. Ich weiß zwar nicht, ob ich gerade ein Weltwunder noch bauen kann, aber egal. Den haben wir auf jeden Fall schon mal. Staatliche Hochschulen. Ja, nee. Nationale Wunder sind sowieso so eine Kiste. Da ich ja bald einen Krieg anfange mit Siam, macht das keinen wirklichen Sinn. Baut man einen Zoo, genau. Baut man einen. Ihr habt kein Zoo, Leute. Also das geht ja gar nicht. Alexander Graham Bell. Das ist doch auch eine bekannte Persönlichkeit. Graham Bell. Sagt mir jetzt gerade was, aber ich weiß nicht woher. Aber der Name sagt mir was. Der ist mir bekannt. Das ist kein Unbekannter. Wäre ja auch so nicht, weil sonst wäre er in dem Spiel nicht drin. Ich habe auch übrigens schon teilweise überlegt, aufgrund der realen Umstände hege ich ja irgendwo so ein bisschen den Wunsch, dass sollte es ein neues Civilization geben oder zumindest ein DLC, dass man die Ukraine mit reinnimmt. Also, dass man die von Russland loslöst. Ja. Er merkt schon, scheiße, der Ofen brennt langsam. Nein, wir wollen keinen Krieg erklären. Ich fange jetzt einfach an zu lügen. Meine Truppen sind nur auf Urlaub. Ja, ja. Aber er hat Angst. Das habe ich mir gedacht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Er soll auch Angst haben. Der Schweinehund. Der geht mir nämlich auf den Keks. Beziehungsweise der geht mir eigentlich überhaupt nicht auf den Keks. Aber ich will ihn trotzdem da weg haben. Ich will das nämlich für mich beanspruchen. Das Gebiet. Plus 3. Oh, hier findet schon ein Wechsel statt in Tokio. Satsuma anscheinend... Oh ja, Satsuma hat ordentlich Druck. Klingt auch wieder falsch, aber ihr wisst, wie ich das meine. Nicht die Art Druck, die ihr jetzt denkt. Eventuell. Habt ihr ja so meine Pappenheimer. Die gerne mal, nicht negativ gemeint, die gerne mal ein bisschen zweigleisig denken, sagen wir es mal so. Warum kann ich dich jetzt eigentlich die ganze Zeit auswählen? Wegen den Schweden oder was?
Muss keine Angst haben, die tun nichts. Noch nicht. أنا السلطان ديال مراكش أحمد المنصور باسم الشعب ديالي كنرحب بكم. Grüße aus Marokko. Ahmad al-Amazou. Ich weiß gar nicht, haben sie Casablanca als Hauptstadt? Ich weiß das jetzt gar nicht. Aber wie hat der uns denn gefunden? Der dürfte von... Entweder kommt er von einem anderen Kontinent oder er wird von den anderen verborgen gehalten. Eins von beiden. Hin da. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass der Schwede Inquisitoren hat. Finde ich sehr interessant. So, hier müssen mal Bauernhöfe hin. Dass unsere Leute mal, ne? Und so. Und wir müssen hier auf jeden Fall mal den Druck erhöhen. Also, hier ist der Shintoismus gut verbreitet. Da unten auch. Also, hier ist er auch dominant. Das ist gut. Hier auch. Da brauche ich mir also keine Sorgen zu machen. Hier ist er noch nicht dominant. Und hier ist er bei weitem nicht dominant, weil der Irokese halt hier sehr präsent ist. Pass mal auf, dann unterstützt mal bitte die Gläubigen in Izumo. Inquisitoren setze ich manchmal auch ein. Nicht immer, aber manchmal mache ich das auch. Muss ich zugeben. Aber in diesem Fall jetzt bitte nicht. Hier dürfte der Shintoismus schon sein. Genau, hier ist er auch ziemlich groß dabei. Danach geht er mal nach Nara, bitte, der Missionar. So, okay, das haben wir schon mal. Ich finde schon mal gut, dass der Siamese Angst kriegt. Finde ich schon mal gut. Genau, und der könnte rein theoretisch Fertigungsanlagen bzw. Fabrikanlagen bauen. Macht aber eigentlich keinen Sinn, weil Fabriken gab es ja erst ab dem Industriezeitalter. Ja, und der Schwede, der holzt natürlich ab. Die Sau. Ist das Hügelgebiet? Ja, ist Hügelgebiet. Ja, okay, bei Hügelgebiet kann ich das verstehen. Trotzdem, der holzt ab, die Sau! Der steinigt Funker, ihn. Den zwei Armeen sich in einer Sekunde vernichten können, ist der Tag, an dem, so bleibt zu hoffen, alle zivilisierten Nationen umdenken und ihre Truppen auflösen. Tja. Herr Nobel, so ist es leider nicht. Alfred Nobel ist, glaube ich, dem einen oder anderen geläufig. Nach ihm ist nämlich der Nobelpreis benannt. Alfred Nobel. So, ja, Astronomie dann, ne? Die Karavelle. Das heißt, wir können dann in Zukunft die Gewässer besser durchqueren. Sind wir wahrscheinlich auch nicht der Erste, könnte ich mir vorstellen. Da dürfte der Irokese wahrscheinlich auch schon dran sein. Wenn es nicht sogar schon hat. Weil der Irokese ist ja leider bei vielen Sachen schon dran, die wir noch nicht haben. Warum auch immer. Dürfte auch sein, dass er mittlerweile ein paar mehr Städte hat als wir. Naja. Nara hat einfach mal so gar keinen Druck. Ist schade. Aber vielleicht kommt das noch. Nein. Genau, ich liefer den Irokesen meinen Erzfeind Eisen. Nee, ist klar. Ich wäre schon doof, wenn ich das machen würde. Also es ist gerade ein sehr gefährliches Spiel, was ich hier spiele. Aber was soll ich machen? Irgendwie müssen wir diese Dominanz mal auflösen von ihm. Und wie gesagt, wenn das Spiel flöten geht, dann fangen wir halt nochmal an. Also nicht direkt jetzt, aber das werden wir. Aber liebe Freunde, ich denke mal... Oh ja, ich werde auf jeden Fall erstmal den Part beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Sid Meier's Civilizations 5 mit dem Reich der aufgehenden Sonne. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Und sage nun einfach euer Lassach, ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Und bis dato. Matane.